Weiterbildungsmöglichkeiten spielen in der Salzburger AG eine zentrale Rolle. Und das setzt schon bei den Trainees an. 10 von ihnen hatten jetzt die Möglichkeit, im 2-tägigen Seminar Innovationsmanagement eigene Ideen zu erarbeiten und präsentieren. Die Salzburger AG ist ein innovatives, digitales und nachhaltiges Greentech-Unternehmen. Um neue Technologien und digitale Lösungen zu entwickeln und damit wachsen zu können, ist eine innovative Unternehmenskultur erforderlich. Und hier setzt eben dieses Seminar an. Uns geht es darum, dass die Trainees ein Verständnis erhalten, wie Menschen in einer unsicheren und komplexen Welt für erfolgreiche Innovationen mobilisiert werden können. Dafür erlernen sie erste grundlegende Werkzeuge. Es geht vor allem auch darum, möglichst viele Perspektiven zu integrieren und ein Problem aus verschiedenen Sichtweisen anzuschauen. Und das ist eigentlich so ein bisschen der Kern der ganzen Geschichte. Und dann gibt es ein paar qualitative Sortierhilfen, mit denen man solche Moderationsprozesse gut als Werkzeuge gestalten kann, damit die Leute die Köpfe zusammenstrecken, dass diskutiert wird und daraus nachher auch irgendeine sinnvolle Lösung oder mehrere sinnvolle Lösungen entstehen. Es ist eine sehr angenehme und erfrischende Mischung aus Inputs und gemeinsam Brainstorming, gemeinsam Konzepte zu entwickeln, Ideen zu sammeln. Wir haben uns anfangs mit der Frage beschäftigt, wann ist man überhaupt kreativ, in welchen Umgebungen erlaubt man sich und erlaubt es einem quasi kreativ zu sein. Das finde ich persönlich halt super spannend, weil ich gerne in Umfeldern mich aufhalte, wo den Gedanken freien Lauf gelassen wird sozusagen. Und das ist hier der Fall, aber alles sehr professionell, sehr businessbezogen. Das heißt, wir schaffen es dann auch im Anschluss, das auf unsere eigenen Business Cases im Rahmen des Traineeships umzusetzen. Das gefällt mir sehr gut, weil es steht ein bisschen im Gegensatz zum Studium, das ja auch besonders in meinem Fall an der Universität sehr theoretisch war. Und man kann wirklich mit gleichaltrigen Kollegen, die auch gerade ihr Studium absolviert haben, Praxisbeispiele gemeinsam bearbeiten und wirklich die dann in der Salzburger AG anwenden. In diesem Seminar können die Trainees unter sich sein, sich vernetzen und besser kennenlernen. Sie lernen, kritisch zu hinterfragen. Also dieses Analytical Thinking Critical Thinking ist heute mehr denn je eine gefragte Geschichte. Wer fragt, der führt, sagen wir jeweils im Führungs- und im Management-Zusammenhang. Und so lernen sie quasi auch mit sich in einem konstruktiven Diskurs umzugehen und den Dingen auf den Grund zu gehen. In den Praxisprojekten stehen die Kunden der Salzburger AG und ihr Benefit immer im Fokus. Man ist weggekommen von diesen sehr starren Planungsschemata und ist hingegangen in Probieren geht über Studieren, in dieses, man nennt das auch Build, Measure, Learn. Einfach mal ausprobieren, vielleicht in einem geschützten Bereich, experimentieren, pilotieren. Und wenn man, wir haben es auch gerade gestern diskutiert, wenn eben Scheitern auch möglich ist, wenn das nicht bestraft wird, dann ist das genau das, was man heute unter Design Thinking, unter agilen Methoden und so weiter auch versteht. Neben Seminaren für Trainees sind die Weiterbildungsmöglichkeiten in der Salzburger AG breit gefächert. Wir haben ein eigenes Bildungsprogramm, wo interessierte Kolleginnen und Kollegen aus einem umfassenden Katalog gezielt nach ihren Bedürfnissen Seminare und Trainings buchen können. Für spezifische Zielgruppen wiederum haben wir eigene Programme entwickelt, ob im Rahmen vom Hashtag Die Zukunft, die Seminarreihe Diversity Empowerment, welche zum Beispiel Präsentationstrainings, Verhandlungstechniken, Team- und Gruppendynamik mit zum Teil auch internationalen Vortragen beinhaltet, oder über unsere klassischen Schlüsselkräfteprogramme wie Hidden Diamonds, die Leadership AG oder auch unsere Reihe Onboarding Neue Führungskräfte bis hin zum im April neu startenden Teamleiterprogramm. Wenn Sie Lust auf einen Job in der Salzburger AG haben, dann bewerben Sie sich gerne unter www.salzburg-ag.at/durchstarterin.